Alles leer. War ja klar. War das Rave? Nein. Hier wurde seit Ewigkeiten nichts angefasst. Stimmt. Also, Hinweise suchen? Ja, Hinweise suchen. Der Kopfweh. Kapitel 15. Die Diebe von Libertalia. Leer. Da fehlt immer noch der Kopf von Avery. Dieb. Da liegt eine Leiche. Sogar zwei. Noch eine, noch eine, noch eine, noch eine. Alter. Na da. Der steht nicht mehr auf. Captain Avery. Kopf gefunden. Sahst auch schon mal besser aus. Das ist keine gute Zeit für deinen losen Kopf. Nee, keine gute Zeit, um den Kopf zu verlieren. Ah. Thomas 2. Steht überall Dieb drauf. Bis auf bei Bonnie. Bis auf bei Bonnie. Da steht nichts drauf. Oh, da ist es kaputt. Sonst steht auf jedem Gemälde. Was ist das? Altes Manifest. Viele Schätze. Manifest des guten Schiffes Destiny auf dem Wege nach Libertalia von dem Hafen von Kings Bay. 10.000 Münzen Silber, Mongol. 93 Tonnen, Trio-Gewicht. Ja, das ist die komplette Ladung. Das lese ich jetzt nicht vor. Und ich glaube, hier beim letzten steht auch nichts drauf. Aber wer bist du? Also, Nathan, hier drüben. Avery hat schon tatsächlich Stil. Nate, sieh dir das an. Was hast du da? Libertalia-Geld. Da ist Averys Siegel drauf. Mhm. Er hat das Gold geschmolzen und eigenes Geld geprägt. Das heißt also, all die Manifeste in den Regalen. Der Schatz war hier. Ja. Stellt sich nur die Frage, wo ist er jetzt? Okay. Wir wissen, dass draußen gekämpft wurde. Ja, und dann drin. Glaubst du, die Siedler haben ihn gestohlen? Nein. Ich glaube, sie haben ihn sich zurückgeholt. Da ist Avery. Two. Die Gründer von Libertalia. Alle markiert mit dem Wort Dieb. Nicht Mörder, nicht Tyrann. Dieb. Also war der Schatz schon verschwunden, als die Siedler herkamen. Ja, weil diese Typen ihn sich schon geschnappt hatten. Pirat bleibt Pirat, stimmt's? Ja, Pirat bleibt Pirat. Ich weiß, wo er ist. Was? Wo? Das ist eine Karte. Ja, da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertalia? Genau, jetzt folge ich auf die andere Seite der Insel. Genau da. New Devon? Halt. Avery war aus Devon in England. Ganz genau. Mann, das sind ein paar echt große Häuser. Und jedes hat sein eigenes Siegel. Weil sie da gewohnt haben.
Was hältst du davon, den Wachturm hochzuklettern? Uns zu orientieren? New Devon, wir kommen. Also, wie kommen wir da hoch? Ja, so auf jeden Fall nicht. Wenn ich mich noch recht entsinne, musste ich auf den Regalen laufen. Hilfst du mir eben? Okay. Wo bist du? Nathan, schau dir das mal an. Ernsthaft? Okay, bereit? Ups. Ah. Okay, das war schon. Was? Den Kronleuchter hochziehen. Gute Idee. Du klingst überrascht. Sieh es einfach als Kompliment. Danke. Okay, jetzt sieht's hier stilvoll aus. Ja, nichts wie hoch. Ich komme damit nur zu Avery. Nicht einmal. Ja, ist klar. Ich hoffe, ich reiße jetzt keins von den Gemälden ab. Ich glaube, die sind nämlich denkmalgeschützt. Verzeihung. Oh, sorry, Condon. Baldrige. Was? Du trittst auf Baldrige. Oh, tue ich das? Hallo. Entschuldigung. Jetzt, ja. Okay, dann mal hoch. Ein Wunder, dass die Treppen unbeschädigt sind. Hey, 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 beschrei es nicht. Du früh gefolgt. Ich hab's ja gesagt. C? Nathan, siehst du den Turm? Klar. Huh?
treffen. Ja, genau. Ich muss auf die andere Seite. Hey Sam. Ja? Okay, wollte nur sicher gehen, dass du nicht abgestürzt bist. Was ist da? Ganz schön aufgeregt. Kann ich helfen? Aber sicher. Na los, fertig? Fertig. Na gut, ich hab hier was. Hey, Vorsicht. Hoch. Dürfte eh leer sein. Was für ein Ausblick, hä? Da ist es. Auf der anderen Flussseite. Was hältst du davon, die Reichen zu beklauen? Okay. Hey, ist da unten ein Weg? Sozusagen. Los! Was glaubst du, wie lange brauchen wir bis New Devon? Ein paar Stunden. Kommt drauf an, wen oder was wir unterwegs treffen. Das war ja sowas von... Ja. Genau ins Feuer gefallen, weil er nicht springen wollte. Wo bist du? Ich bin hier unten, komm schon! Nein! Ernsthaft! Wo bist du? Ich bin hier unten, komm schon! Irgendwas sagt mir, dass sie genug von uns haben! Wirklich? Wie kommst du denn darauf? Hier runter! Nicht warten! Geh! Ich war schneller unten. Nathan! Steh auf, wir müssen weg! Wir müssen weg! Schnell! Ich glaube, ich bin zu langsam. Ich habe keine Munition mehr. Ja.
Ihr könnt jetzt auf mich schießen, ich spare mir die Munition. Ja, nee, ist klar. Der will da drüber nicht springen. Der will da nicht springen, wirklich. Also, warte mal. Die werden so manche Böden da noch gehalten. Durch die Wand da drüben. Jetzt hat es endlich gesprungen. Und schon bin ich wieder auf mich alleine gestellt. Hey Sam, mach ihn fertig! Hä? Muss ich runter wird oder was? Nein, auch nicht. Ah, jetzt will er auf einmal. Kann ich damit spielen? Schade. Okay, halt! Hey Nadine, schön Sie wiederzusehen. Au, okay, Mango! Was soll denn das heißen? Oh, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Im Drake trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, lassen Sie uns doch mal... Okay, das war härter als erwartet. Ich finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich,
dass ich sie nach all dem einfach davonziehen lasse? Ja. Das wäre das Klügste. Ach komm, Sinedin, echt jetzt? Wir wissen, dass sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Tja, meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Gott verdammt. Hallo? Ich hab genug von dieser Insel. Genug von ihrem Bruder. Und ich hab genug von ihm. Oh nein, das wird nichts. Schon wieder. Ja, halt durch, Sam. Ich komme. Bin fast da, Sam. Redin! Sie sind schnell, aber nicht so schnell. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie... Scheiße. Wow, 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 wow. Jeder von uns beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na, dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Kein Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter. Ich hab dich gewarnt. Tu es! Hey! Schon gut, Feuer einstellen, nicht schießen! Leg sie hin! Schon gut. Okay? Schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er es tut. Samuel, bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt, hm? Hey, komm schon, Mann. Du hast uns doch in der Hand, entspann dich. Komm schon, du bist Geschäftsmann. Lass uns einen Deal machen. Oh, ein Deal. Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt. Oh, erzähl nur, ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja, und gib's uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja, er hat gesessen, für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar, er schuldet ihm viel Geld. Wow, wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Ich hab Samuel rausgeholt. Oh. Wow. Was hat er dir erzählt? Sam, was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit. Augenblick. Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja. Und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Alter, leck das.
Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Oh, Himmel, nein, nein. Hör zu. Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer uns. Ich hab mein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu. Nate, wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam, das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört? Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz Lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Warum ist der Ton so dumm? Geh doch ein, Rafe, du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Oh, wow. Oh mein Gott. Nate! Hey, Nate! Tja, da ist es. Wer zum Teufel wohnt denn hier? Ich hab keine Ahnung. Aber es ist die richtige Adresse. Ich hab mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Ist keiner zu Hause. Okay. Und da wären wir. Wow. Kapitel 16. Die Drake-Brüder. Wo sollen wir anfangen? Genau, wo sollen wir anfangen? Am besten fangen wir an, indem ich aufhöre. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.